herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder bei Ron, Firma Nadelworks, und es geht weiter mit dem Limo-Innenraum. So, ich sehe da hinten schon ein paar fertige Teile, aber da wollen wir noch gar nicht drauf eingehen, sondern ihr habt das letzte Mal so gefeiert, dass wir uns überlegt haben, wir wollen einfach nochmal so ein paar Schritte zeigen. Genau. Die schmierigsten und dreckigsten Schritte quasi. Ja. Nein, wir haben uns überlegt, einfach um mal wieder so ein paar praktische Sachen zu bringen. Ganz viele wünschen sich bei diesen Autos ja immer bezogene Armauflagen. Genau. Ich will auch nicht wissen, wie viele die Variante machen, dass sie es so beziehen, irgendwie draufkleben, reindrücken, wie auch immer. Viele. So war nämlich damals bei meinem alten Auto auch meine Überlegung, bis ich dann irgendwann realisiert habe, es gibt eigentlich nur eine vernünftige Lösung und das sind die Teile rausnehmen. Genau. So, das heißt, was müssen wir tun? Also wie ist der grobe Ablauf? Der grobe Ablauf, dass wir die einzelne Armauflage, das sind ja einzelne Schweißpunkte, die in der Fertigung so platt gedrückt werden und verschweißt werden. Die müssen wir jetzt fein säuberlich aufdremeln, damit wir die Armauflage erstmal von der Türverkleidung trennen. Und dann heißt es sauber machen, Stoff runterholen, schleifen. Schleifen, der alte Kleber da drunter? Der alte Kleber, der alte Schaumstoff, alles was irgendwie an Rückstand drauf ist. Damit wir reinweg nur noch diesen Kunststoff haben. Ja, anders geht das nicht irgendwie. Nein. Strahlen, Trockeneis. Trockeneis würde bestimmt gehen, aber dann bräuchtest du jedes Mal Trockeneis. Genau. Heiß machen geht nicht. Geht leider nicht. Also du müsstest es irgendwie punktuell auf eine Temperatur kriegen, damit du es gelöst kriegst. Dann müsstest du es aber irgendwie festhalten. Ah ja, verstehe. Damit es sich nicht wieder verbindet. Also das ist. Und teilweise ist der Untergrund, der da drunter ist, so wie hier. Schon wahrscheinlich auch recht dünn geworden mittlerweile. Das ist hier, die Fläche ist zu dünn. Die würde komplett verbrennen. Also dann würde es nachher hier irgendwelche unschönen Stellen geben und da wir ja das Teil nicht beziehen wollen, sondern nur die Armauflage, dann macht das halt wenig Sinn. Darum bleibt bloß mit einem scharfen Stecheisen teilweise alles wegschlagen oder halt frei dremeln. Ich hätte jetzt auch harten Dremel genommen. Ja, teilweise geht es wie hier, wenn die so lang sind und man schon sieht, dass man mit den Fingern halt runterkommt, ist es lose. Dann ist es besser, wenn man von hier einmal wegschiebt. Diese Raupe einfach. Klar, man muss natürlich möglichst viel Material stehen lassen, dass man es danach wieder vernünftig verklebt kriegt. Ne? Okay, ich würde sagen, Action. Na denn? Nehmen wir mal gleich die einfachste Stelle. Sieht man. Tatsache, die gehen wirklich. Dass ich das dann anfing zu lösen. Das war auf jeden Fall schon mal ein guter Tipp, weil ich hätte es selbst da hammerhart runtergedremelt. Oder ja, vielleicht so ein Fächerschleifer, so ein bisschen Plan gezogen oder geht so. Teilweise, oder? Aber wenn man so einen Untergrund hat, so wie hier, du kommst ja gar nicht rein, weil es ab Werk schon so tief gedrückt wurde. Ja. Du kannst die oberste Schicht wegschleifen, aber du kommst ja nicht dahin, wo du hin musst. Nee, so war das auch gerade eine schön saubere Arbeit, ne? Muss ja immer. Ja, ja, wenn es sauber bricht, ist die Welt halt immer in Ordnung, aber. Nicht immer. Nee. Jetzt kommt der dreckige Teil. Du musst jetzt einfach ziehen, ne? Nö, ich hätte das jetzt so langsam. Aber meine Erfahrung bei diesen Dremeln ist immer, ich war auch immer einer, der das so ultra vorsichtig, Schicht für Schicht für Schicht. Und am Ende hat man dann doch eh wieder so viel weggedremelt, wie wenn man es gleich einmal ein bisschen rabiater macht. Das ist jetzt wirklich. Ah, siehste.
Zack, boah, ist doch erstaunlich. Routiniert, ja, heile rausgetrennt, ja. Ja, das ist das erste Mal, ja. Und so, hier, klar. Das ist halt dieser schmale Steg. Mhm. Also auf dieser schmalen Kante. Du musst es am Ende verkleben auch, ne? Genau, steht halt in der Fertigung Stift hoch, der dann durch dieses Loch geht. Mhm. Funktioniert perfekt im Werk. Also klar, wir könnten natürlich nachher beim Verkleben hier das komplett ausfüllen, so, ne? Mhm. Aber dann hast du auf so einer Tür natürlich auch hier ein paar... geht, weil man hier flächig kleben könnte. Ja. Also hier auf dieser Fläche sollte schon gehen, aber... Da gibt es so ein paar Tipps und Tricks. Oh. So, ja, okay. Die haben wir schon mal raus. Somit beschäftigen wir uns jetzt weiter mit dem spaßigen Teil. Unter diesem tollen Stoff, Kunstleder, was auch immer da drauf ist, taucht meistens sowas auf. Mhm. Das ist der alte Schaumstoff, also der alte Kaschierschaumstoff, der original unter dem Stoff unterkaschiert wurde, damit man diese leichte Polsterung unter dem Stoff hat. Der muss runter. Und der löst sich nach 20 Jahren einfach nicht auf. Was witzig ist, so kann man den platt drücken und der bleibt auch platt, ne? Genau. Dadurch nicht. Genau. Nee, doch, man merkt es noch nicht. Man merkt es noch nicht? Okay, man merkt es noch nicht. Weil der ist... Mhm. Warum es genau passiert, kann ich hier gar nicht erklären. Aber es bleibt halt nur noch. Man sieht es auch, das war mal wirklich Schaumstoff. Sobald man hier mit dem Finger drüber geht, passiert halt das. Und einfach jetzt irgendein Lösemittel oder so gibt es dafür nicht? Nee. Aber also man kann runter. Man kann mit Lösemittel draufgehen. Das Problem ist, bei ganz vielen Untergründen, so zum Beispiel wie beim Himmel, hat man das Problem, dass, also da ist der Fall genauso, da löst sich nicht der Kleber, wenn so ein Himmel runterkommt, da löst sich halt immer der Schaumstoff. Und wenn wir das jetzt einfach nur hier so runterpulen, reicht auch nicht? Genau, da bleibt halt immer noch diese, merkst du ja selber mit dem Finger, bleibt ja immer diese ölige, klebrige Stiefel. Da können wir nicht wieder draufkleben. Leider nicht. Ja. Ich würde aber nicht wissen, wie viele Sattler es gibt, die da einfach draufkleben. Also nicht. Oder? Ich glaube. Da gibt's schon. Ja, da ist jetzt wirklich viele Wege für nach oben. Also der einfachste ist... Schleifen. Ist erstmal... Drahtbürste. Drahtbürste, Akkuschrauber. Und dann irgendwie alles da versuchen runterzuholen. Mhm. Übrig bleiben wird dann immer noch der alte Kleber, der drauf ist. Mhm. Wenn man mit dem Fingernagel kratzt. Also mit dem Fingernagel kriegt man es nicht runter. Ja, das war's ja. Es bleibt halt immer so eine Restschicht, bleibt immer drauf und die muss komplett runter. Mhm. Bis wir halt wirklich, das ist eigentlich wie beim Lackieren, damit wir wirklich auf Blech sind, um einen kompletten Neuaufbau zu schaffen. Okay, also als erstes hiermit. Genau. Hast du Schutzbrille? Ja, okay, also hier sitzt du wirklich ein paar Stunden dran, bis das dann wirklich im Endeffekt so aussieht. Genau. Das ist die Arbeit, die keiner sieht. Also ich glaube, was da wirklich vielleicht gehen könnte, wäre das mit dem Trockeneis. Möglich. Weil ich glaube, das ist genau so eine Oberfläche, die dann so hart wird, dass man die richtig schön wegstrahlen kann. Ne? Ohne das ist halt an sich eine Oberfläche, die ist zu weich, um so zu schleifen. Hm. Und wirklich Lösemittel dazu nehmen, ist halt fast nicht möglich. Okay, bevor wir mit dem nächsten Schritt weitermachen, in diesem Video gibt es natürlich auch wieder was zu gewinnen. Ron hat gesagt, er möchte auch unbedingt teilnehmen. Und was hast du dir überlegt? Ein Lenkrad. Ein Lenkrad, beziehen? Ja. Ganzes? Ja. Ein halbes war schlecht, ja. Okay. Ein Lenkrad. Gefühlt werden die Gewinne immer krasser, ne? Von dir zu mir. Ein Glück ist bald Weihnachten und vorbei, sonst müssen wir ja auch ganze Autos verschenken. Okay, also mega Nummer, ein Lenkrad nach, ich vermute mal nach Wahl. Ja, was halt, wer es macht. Ja. Genau. Gibt es schön Leder Alcantara, ganz egal wahrscheinlich. Einmal schön beziehen von der Firma Nadelworks. Sag nochmal ganz kurz. Im 17. Video nochmal, was die Leute machen müssen. Ja. Kein Problem. Kommentare ordentlich ordentlich vollballern. Und genau in einer Woche pinne ich immer den Kommentar nach ganz oben, der die meisten Likes hat. Und dann habt ihr gewonnen. Ganz einfach. Ganz einfach, ja. Genau. Rekord war mittlerweile, glaube ich, 1400 Kommentare oder so. Das ist schon mal gut, ja. Auch schon. Stehen schon witzige Sachen drin. Aber also das ist ja noch nicht Rekord. Ich glaube, Rekord war 23.000 Kommentare, ne? Bei Limo-Gewicht damals, genau. Ja. Wir hatten schon mal eins, das ist voll eskaliert. Weiß ich noch, da muss ich dann das Gewicht raussuchen, also den Gewinner. Und es hat, ich glaube, ich bin 5 Minuten runtergescrollt. Das war wirklich krass. So,
Muss das jetzt noch irgendwie gespachtelt werden oder irgendwas oder kann da direkt jetzt Kleber drauf? Da kommt jetzt Kaschierschaum drauf, also 5 mm Schaumstoff kommt da jetzt drauf, um die Oberfläche wieder gepolstert zu kriegen, damit man diese Haptik wieder hat. Dann wird eine Schablone angefertigt, weil wir wollen ja auch eine Naht setzen. Mhm. Und ja, dann wird zugeschnitten, zusammengenäht, aufgeklebt. Das heißt, bevor wir Kleber auftragen, müssen wir dann logischerweise erst die Schablone machen, weil sonst kleben wir die Schablone. Nein, also jetzt ist der Ablauf erstmal, machen wir es jetzt erstmal sauber mit irgendwas erstmal entfetten. Danach sprühe ich direkt das Teil mit Kleber ein, damit der Kaschierschaum drauf geklebt werden kann. Und auf dem Kaschierschaum mache ich dann erst die Schablone. Okay. Da wir ja dann wieder diese 3 bis 4 mm haben, die werden das Schablonenbild quasi versauen. Okay. Ja. Kaschierschaum ist da das Weiße? Genau. Ist das auch ganz normaler Schaum oder hat der irgendwie besondere Eigenschaften? Ja, der ist relativ weich. Also die Stauchhärte ist relativ gering. Also auf einer Seite hat es ein Gewürk, nennt sich das. Das ist einfach nur so ein Gewebe, damit er in sich stabil ist und jetzt, wenn ich jetzt zu doll ziehe, nicht reißt. Und dass er sich trotzdem in diese ganzen Rundungen reinlegt. Der muss somit logischerweise nicht, der kommt so einfach nahtlos drauf, weil kriegt man ohne Probleme so. Der kommt nahtlos drauf, wird ringsrum verschnitten. An den Stellen, wo wir den nachher nicht haben wollen, also in den ganzen Klebestellen, wird der verschnitten. Dann machen wir unsere Schablone und darauf kommt dann das wunderschöne Alcantara. Der Sprühkleber ist gleich Kleber wie vom letzten Mal, der über Wärme auch? Genau. Also bei dem Arbeitsschritt, bei dem Kaschieren, werde ich die Stunde jetzt nicht warten. Der wird nass aufgeklebt. Mhm. Das kann der Kleber auch. Also ich sprühe jetzt beide Seiten ein und klebe direkt auf. Und nachher beim Nahtlegen muss er eingeführt werden. Das macht es mir nachher leichter, damit ich die Naht nachher sauber positionieren kann. Okay, ja, weiter geht's. Schaumstoff ist drauf. Genau. Das ist schon richtig fest, ne? Ja. Jetzt als nächstes? Naht anzeichnen, so wie wir die haben möchten. Ist jene Naht Pflicht? Ja. Okay. Also ja, man würde es auch ohne Naht hinkriegen, aber dann wäre die Spannung vom Material hier in dem Bereich zu hoch, beziehungsweise das Material würde hier eine Falte werfen. Und so eine Pfeife, die kriegt man da so gut wie gar nicht mehr weg. Darum ist es immer angebracht, eine Naht zu setzen und die Spannung durch die Naht hierhin rauszuführen. Verstehe. Weil einfach der Winkel schon so hoch ist. Ne? Genau. Man macht dann aus einem Teil machen wir einfach zwei und nehmen dadurch die Spannung weg. Das heißt, eine Form fürs obere Teil, genau. Eine fürs untere Teil. Dafür also kann man machen, wie man möchte. Wir sind ja jetzt hier relativ frei. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, genau in dieser Kehle die Naht zu setzen. Das heißt, wir ziehen uns einen möglichst sauberen Strich. Ist das so ein Kreidestift oder so? Ja, das ist so eine Silbermine. Das ist eigentlich wie ein Kugelschreiber, auf dem man wegwischen kann. Jetzt ziehen wir uns einen schönen Strich. Möglichst gerade. Ich habe auf jeden Fall eine Frage. Ihr könnt zusätzlich nochmal in die Kommentare auf jeden Fall reinballern, ob ihr seit dem letzten Video auch schon irgendein Teil selber gemacht habt. Gibt bestimmt den einen oder anderen, der geguckt hat und sich darauf in seine Hutablage auch bezogen hat. Bestimmt. Das würde mich einfach interessieren, ob es wirklich welche gibt, die das so ein bisschen als Anleitung benutzt haben. Jetzt haben wir diesen Strich, das ist jetzt erstmal da so die Naht nachher langlaufen. Und um das jetzt alles vorzubereiten für die Schablone, muss ich mir noch Nähmarkierungen setzen. Das sieht sehr stumpf aus, sind aber einfach nur Striche für mich. Wenn ich nachher das Material zugeschnitten habe, damit ich weiß, wie lang die Strecke ist. Bei unter der Nähmaschine verziehen sich beide Teile und damit die Längen nachher zusammenpassen, das heißt nicht, dass ich von hier mit dem untersten Teil nachher hier ankomme beim Nähen. Verstehe. Funktioniert die Rundung nachher nicht mehr. Das heißt, die kann ich mir frei setzen, wie ich das möchte. Die musst du dann aber auf die Schablone übernehmen? Genau. Und aufs Material übernehmen? Genau. Theoretisch könnten wir hier jetzt natürlich auch nicht einfach nur Alcantara nehmen, sondern ihr könntet da auch so ein schönes Wabenmuster reinmachen. Also man könnte jetzt mit den Teilen machen, was man möchte. Bei so einem Wabenmuster interessiert mich nur eigentlich eine Sache. Wie kriegt man das hin, dass
das ist theoretisch gleichmäßiger Schaumstoff, den man zusammenzieht, zusammenlädt mit der Naht? Oder wie entsteht diese Wabe? So, so musst du dir das vorstellen. Da ist dieser Schaumstoff, der jetzt hier ist, in Zentimeter stark ungefähr. Mhm. Dort wird das Alcantara aufgeklebt. Mhm. Da die Wabe aufgezeichnet und durchgenäht. Oder man hat eine CNC-Stickmaschine, Nähmaschine, die das quasi von selber macht. Aber der Ablauf ist immer dasselbe. Durchgenäht heißt durch den Schaumstoff, ne? Genau. Okay. Nee, durch das Alcantara und durch den Schaum. Mhm. Und durch die Fadenspannung von der Nähmaschine hat man dann auch diesen. Ich hätte gedacht, da muss noch irgendwas anderes hinter, um das so richtig zusammenzuziehen. Nein, es kommt immer darauf an, man kann da drunter nochmal so ein anderes Stoffgewebe legen, damit dieser Effekt noch krasser wird. Aber ist meistens fast gar nicht gewollt und gar nicht notwendig. Und du könntest aber auch wirklich diese Waben per Hand nähen? Ja. Wirklich? Das ist unfassbar aufwendig, aber ist wirklich, ja. Okay. Ja, zu dem Auto, finde ich, passt das optisch einfach nicht. Deswegen machen wir das schön clean, freeze. Wir setzen clean einfach nur eine Kappnaht, wie hier auf diesem Muster. Das ist jetzt eine einfache Kappnaht. Das ist eine einfache Kappnaht. Genau. Man könnte theoretisch auch eine doppelte machen. Genau. Das heißt, nicht nur eine Seite ist einmal 90 Grad, 180 Grad umgeknickt, sondern beide. Okay. Und die kommt dann da so. Genau. Am Ende rein. Die dann noch her. Genau. Jetzt brauche ich ja natürlich irgendwie diese Form von dem Teil irgendwie nachher natürlich auf meinen Alcantara. Dafür habe ich jetzt im Vorfeld schon mal die Schablone angefertigt. Liegt dann so drin. Ich mache sie aus Folie. Es gibt ganz viele Leute, die sie aus Kunstleder machen oder Gott weiß was. Für mich ist es so am einfachsten, weil sie liegt nachher über dem Strich. Ich markiere mir den Strich ab, schneide mir das aus und habe die Form von dem untersten Teil sowie von dem obersten Teil auf Folie und kann mir diese Folie nachher aus Alcantara übertragen. Und praktischerweise kannst du nämlich auch diese Folie für die andere Seite auch nehmen. Genau. Das geht. Oder sind die so krass und doch so unterschiedlich, dass es nicht geht? Komplett identisch. Das geht also bei dem Auto. Vorne. Wozu muss ich gerade überlegen? Vorne und hinten sind aber unterschiedlich, ne? Oder auch gleich? Auch gleich. Hinten gleich? Ich hätte gerade gedacht, dass hinten ein bisschen kürzer wird. Ja, kürzer sind sie, aber an sich, die Rundung ist dieselbe, die ist nur hier kürzer. Mhm. Also rein theoretisch könnte man das trotzdem nehmen und hier einfach einkürzen, das würde gehen. Aber wenn man jetzt hier die Schablone mal aneinander legt. Und die von der Fahrradtür ist hier auch nochmal wieder kürzer, weil da ja noch die Fensterheberschalter und so reinkommen. Genau. Sieht man, also diese beiden Teile werden nachher zusammengenäht. Und hier sieht man das Material. Was hier in der Ecke in dem Fall zu viel wäre. Was Falten werfen würde, ne? Krass, ja, stimmt, so sieht man das wirklich immer richtig gut. Und das ist. Und da sieht man mal doch, wie viel das ist, ne? Weil wenn du das jetzt drücken würdest, das Material, kommt da schon eine ganz gute Falte bei raus, ne? Und wenn man viele, gerade beim Armaturenbretter kommen, wenn man die Schablonen auslegt, die wildesten Formen raus. Mhm. Glaube ich. Aber das ist wirklich reine Erfahrungssache oder logisches Denken, wie, wo, was für eine Form man braucht einfach. Ja, das ist schon eine Erfahrung, weil man muss schon wissen, wie das Material arbeitet und wo es hin möchte. Mhm. Gerade Leder hat so seinen eigenen Kopf bei manchen Sachen. Mhm. Das sollte man schon. Es gibt Nähte, die müssen gesetzt werden, einfach weil die Spannung da ist. Und es gibt halt immer noch Ziernähte, die man setzen kann, die sind nicht notwendig. Wie zum Beispiel eine Wabe. Oder man könnte jetzt hier einfach quer drüber nochmal eine Naht setzen. Könnte man machen, hat aber reinweg nur ästhetisch. Und wenn man hier eine komplette Ziernaht drüber setzt, sind dann automatisch Falten an der Stelle raus? Oder entstehen die dann, gehen die um die Naht rum in dem Moment? Gehen eigentlich um die Naht rum. Wird sich trotzdem ein Fall bilden, ne? Okay, so, das heißt, das überträgst du dir jetzt aufs Alcantara? Genau. Und dann nehmen wir das alles zusammen. Und das heißt, du lässt das Alcantara in den Bereichen aber auch länger? Genau, ich habe. Überstehen zum Kleben und so weiter. Ne? Hier an meiner Schablone. Brauche hier noch eine Nahtzugabe. Mhm. Und hier habe ich das schon so einkalkuliert, dass dieser rote Strich markiert mir die Kante. Und das ist das, was noch rum muss. Mhm. Was dann nachher hier rumgeklebt wird. Ja, ist immer ein bisschen mehr, weil du nie weißt, wo ziehst du, wie legt sich das nachher. Aber so ist nachher der Werdegang. So, jetzt kommt irgendwie so fast schon der spannendste Teil, finde ich, diese Naht da drauf zu kriegen. Ja. Ich glaube, das ist auch der Teil, wo man am meisten verkacken kann, wenn man es nicht kann, ne? Ja. Das ist der Teil, den können sich meist nicht vorstellen, wenn man näht das auf links zusammen. Also. Einmal das und es ist ja trotzdem auch beim Nähen schon nicht planen. Also du musst es ja schon so schräg durchziehen. Das Interessante kommt, wenn ich jetzt meine Nähmarkierung hier drauflege,
passt halt nicht. Also passt halt irgendwie jetzt gar nicht mehr zusammen. Mhm. Mhm. Mal im vorderen Bereich logischerweise, wo es noch schön gerade ist. Ne? Genau, da ist gerade, aber wo halt die Kurve kommt. Und hier würde man denken, dass es tatsächlich nicht passt. Genau. Aber du bist der Meinung, das passt dann nicht. Das wird schon. Okay. Also diese Spitzen, die jetzt hier rausgekniffen wurden, das sind die Nähmarkierungen und das muss halt übereinander liegen, hoffentlich. Und da sieht man halt schon ganz gut. Was ist an sich gar nicht so dramatisch. Mhm. Ich weiß ja, wo mein Anfang ist, weil ich habe ja da eine Nähmarkierung. Und ich weiß ja, dass das hier so halbwegs übereinander stimmen muss. Das wird so gelegt, die Nadel sticht ja hier durch. Und jedes Mal, wenn sie sticht, kann man drehen. Und von welcher Seite würdest du jetzt anfangen? Das macht jeder unterschiedlich. Also manche rollen gerne rein, manche legen rein. Also ich rolle. Und wir hatten jetzt ja die eigentliche Naht. Eine Seite wird ja umgeschlagen. Das heißt, du musst logischerweise eine Seite auch vorher umschlagen, vorm Nähen. Nein. Die bleibt nach hinten länger oder wie macht man das? Ich muss eine zeigen. Okay, dann gehen wir mal. Ich nehme jetzt was als erstes passiert, ist, ich schließe. Das heißt, ich verbinde erst Teil 1 mit Teil 2. Mhm. Da nehme ich den Nahtabstand sehr, sehr eng. Also das wäre, wenn ich es jetzt umdrehe, das wäre diese Naht. Die ist sehr, sehr, sehr eng gestochen. Mag ich bei Alcantara immer ein bisschen, weil die Festigkeit ist mehr da und man sieht, diese vorgenähte Naht, die ist wie weg. Mhm. Sieht aus, okay, wie zusammengeklebt. Also jetzt erstmal nicht die Optiknaht, sondern Naht. Genau. Das heißt, die könnte ich ja theoretisch jetzt auch machen. Theoretisch. Na, warte. Wir machen das jetzt. Ja, wir haben unten Teil 1, oben Teil 2 und hier sind meine Nähmarkierungen. Und das Ziel ist jetzt, diese 8 mm vom Rand reinzunähen, diese 8 mm einzuhalten. Und meine Nähmarkierung immer, weil Teil 1 und Teil 2 sind ja immer, die Nähmarkierungen sind ja immer gleich, die übereinander zu legen. Weil das Material, das unterste Material und das oberste könnten so untereinander arbeiten. Das heißt, die Nähmarkierung unten und oben würden dann nicht mehr übereinstimmen. Und wenn das sich weiterführt über 30, 40 cm, ist halt nachher, naja. So, und Philipp will den Rest machen. Nee, mach doch. Ich hatte kurzzeitig kein Vertrauen in mein handwerkliches Geschick. Dann ist mir eingefallen, dass wir dieses Teil ja auch noch am Auto brauchen. Und deswegen lassen wir es lieber. Aber ich glaube nicht, dass René noch ein zweites Teil abwarten würde. So. Wenn ich gleich erstmal kreuz und quer durchgenäht habe. Jetzt erkennt man so ganz leicht schon mal die Form von der Armauflage. Mhm, stimmt. Ja. Wir haben jetzt hinten eine Nahtfahne, nennt sich das. Wir versuchen das am besten mal so zu zeigen. Die möchten wir jetzt zu einer Seite legen. Also, wir setzen, also die Naht, die wir hier haben, ist immer nur eine Ziernaht. Mhm. Die ist, also hat eigentlich nur den Hintergrund, dass die Nahtfahne in eine Richtung liegen bleibt. Beim Kleben ist es halt immer schöner, damit sie, das würde komplett unruhig aussehen. Aber sie hält halt theoretisch schon immerhin das rechte Material doppelt zusammen. Ja, es hält so doppelt zusammen, aber der Hintergrund ist wirklich nur, dass diese Nahtfahne wirklich nur haltet. Und ja. Und jetzt sieht man halt auch schon, jetzt wird das gleich vom Nähen her schon so ein bisschen ekliger, ne? Weil das ist ja alles andere, als dass das jetzt so richtig gerade ist. Genau, das ist halt alles außer gerade. Da helfen wir uns aber, indem wir einen Fuß von der Nähmaschine tauschen. Und zwar gibt er uns ein Lineal vor. Der hat hier eine bewegliche Kante drin. Die jetzt immer. Wollen wir jetzt oben oder wollen wir unten? Unten. Also so. Okay. Dadurch, dass die Materialien hier unten jetzt doppelt liegen, plus der obersten dreifach liegen, entsteht ja hier eine Kante. Und an dieser Kante läuft dieses Lineal. Das heißt, diese Maschine kann uns, begrenzt uns jetzt darin, dass wir nicht weiter als nach da nähen. Nach hier müssen wir selber aufpassen.
Dadurch nehmen wir uns jetzt unser Maß, was wir von der Stichlänge haben möchten, damit das gut aussieht. Wie viele Stunden pro Tag nähst du ungefähr? Das kommt drauf an. An einem Sitz näht man relativ lange. Aber wenn du Himmel machst, dann nähst du so gut wie gar nicht. Also. Das ist jetzt diese Anfangsregel, die macht die Maschine selbstständig. Und ich muss jetzt nur darauf achten, dass mein Lineal immer an der Kante von der Nahtfahne läuft. Man muss dabei immer das Material führen. Pop-off-Geräusche. Mhm. Jetzt liegt die Naht. Haben wir eine Ziernaht. Mhm. Die Naht wird gestützt. Die wird jetzt im Anschluss nochmal sauber verschnitten, damit wir diese Kante nicht so weit reinstehen haben. Die wird nochmal ganz eng an der Naht verschnitten. Das heißt wirklich mit einer Schere oder genau. Wie ein scharfes? Nee, mit einer Schere. Weil mit einem Skalpell kannst du da nicht schneiden, weil sonst würdest du das unterste Material verletzen. Also geht jetzt nur eine sehr, sehr, sehr schöne, scharfe Schere. Und dann, ja. Okay, krass. Sieht bei dir wirklich einfach aus. Ich weiß aber, wenn man es selber macht, zieht man da sofort links, rechts so ein bisschen rein. Ich würde es niemals hinkriegen. Und, ich soll es unbedingt testen. Wobei es reizt mich auch eigentlich so ein bisschen, das mal zu testen. Aber die ist jetzt nicht geführt hier, ne? Weil da ist jetzt ja logischerweise keine Kante dran. Das ist ja bloß ein Test. Machst du das mit links oder rechts? Oh, was ist das hier? Alles gut. Guck mal auf den Fuß. Okay. Pass auf. Wenn du nach hinten ganz leicht den Hacken runterdrückst, ganz leicht, geht der Fuß hoch und runter. Ja? Würde ich den ganzen Tag machen. Wenn du jetzt ganz leicht nach vorne drückst. So, du hast schon ein bisschen genäht. Okay. Genau. Weil ich nicht vor dir, also du kannst das schon möglichst gerade machen. So eine ganz kurze Tippbewegung. Wenn du ganz kurz, ganz leicht nach vorne drückst, macht die eigentlich nur einen Stich. Mhm. Und wenn du die gedrückt hältst, näht sie einfach weiter. Kann man sich einen Finger mit... Das tut weh. Kann man tatsächlich mit reinnähen, ne? Die näht durch. Okay, das war ja mal wieder so richtig gerade. Wie macht man es eigentlich richtig? So mit den Fingern schieben? Ja, das ist Gefühlssache. Also... Aber witzig ist auf jeden Fall, wie viel... Du darfst nicht die Angst haben, dass du reinfährst, weil es gibt Leute, die haben sich wirklich schon durch den Knochen genäht. Also schafft die Maschine, die ist wirklich in der Lage. Das würde ich hinkriegen, aber was auf jeden Fall witzig ist, wie viel Power dahinter ist, also wie stark das Ding wirklich gezogen wird. Ne? Also wenn man so denken würde, du kannst das ein bisschen festhalten. Dann kannst du, probier's. Ja, kriegst du den hin, ich hab's ja schon. Ich wollte es eigentlich schon fester halten. Der Stich wird enger dadurch, aber wirklich zum Bremsen kriegst du es nicht. Wenn du jetzt am Ende bist, jetzt drückst du einfach mal den Fuß komplett nach hinten. Komplett nach hinten. Also ich habe gerade wirklich reflexartig schon leicht nach hinten gedrückt, weil ich schon dachte, irgendwie so bremsen. Und jetzt nochmal. Muss ich dabei festhalten? Oh, jetzt habe ich es bewegt. Guck mal ganz genau. Jetzt hat es einen Anfangsriegel und hat den Faden abgeschnitten. Wenn du das Material jetzt raushaben willst, drückst du einfach ganz leicht nach hinten. Nach hinten wollte ich gerade sagen, dann geht es ja wieder hoch. Genau, jetzt kannst du das Material rausziehen. Hexenberg. Jawohl, ist doch fast gerade hier, guck mal. Das ist halt sowas passiert, wenn du zu dolle ziehst, siehst du das. Du hast den Nahtabstand hier vorne noch relativ normal, hier hast du ihn gezogen, hier ist er sehr eng, hier ist er wieder normal, ein bisschen enger und hier ist er wieder normal. Mhm. Achso, du meintest gerade Nahtabstand. Okay, ich war jetzt erstmal nur bei meiner fast geraden Linie. Ja, Jüder habe ich jetzt bewusst gedacht. Aber nee, stimmt, hier sieht man ja, hier ist viel, viel enger. Das heißt, hier habe ich stärker, also und idealerweise ziehe ich gar nicht dran und lasse es einfach nur laufen. Genau. Also die Maschine macht schon die Arbeit, die sagt dir schon mal, was sie machen möchte. Aber da sieht man mal, was da so einen Unterschied auf der Naht gibt. Ne? Weil guck mal, wenn du jetzt genau hinguckst, siehst du, wie eng das hier ist vom Abstand? Mhm. Und hier hinten ist es dann wieder normal. Wenn wir jetzt hier nochmal unser Profi-Zeug dazu nehmen, da sieht es tatsächlich übergleichmäßig aus. Okay.
Verrückt. So, das heißt jetzt? Verschneiden, Kleber sprühen, aufkleben. Verschneiden die Seite, genau. Kleber sprühen, war ja wieder warten. Genau. Okay, also. Das heißt, ich würde sagen, wir verschneiden das jetzt, ich sprühe Kleber und dann sehen wir uns zum Warten, dann geht's los. Aufkleben. So, gute Stunde später ist der Kleber jetzt soweit ja. durchgelüftet. Genau. Sagt man ja durchgelüftet früher, ne? Ja, abgelüftet. Abgelüftet, genau. Ja, das ist was. Also Kleber ist jetzt hier drauf und da drauf. Mhm. Ist jetzt abgelüftet, das heißt, ich kann die beiden Teile übereinander legen. Mhm. Klebt so gut wie gar nicht mehr. Mhm. Und jetzt ist halt die Schwierigkeit, dass unsere vorher angezeichnete Naht, die wir hier drauf haben möchten, auch dahin zu kommen. Dass sie nachher genau da liegen bleibt, wo wir sie haben wollen. Mhm. Jetzt sieht man ja schon, dass das Teil diese Form hat, wie die Armlehne. Also eigentlich macht es uns jetzt relativ einfach. Wir legen die drauf und die fällt eigentlich schon dahin, wo sie eigentlich hin soll. Mhm. Die Schwierigkeit ist jetzt hierbei, die Naht sauber und gerade hinzulegen. Hier das heißt, in dem Moment, wenn du jetzt anfängst zu föhnen, muss das schon gerade liegen, weil viel zurechtzuppeln ist ja nicht mehr. Genau. Okay. Wir haben jetzt gerade so den Kleberpunkt, wenn ich leicht meinen Finger, da reicht meine Körperwärme, wenn ich die liegen lasse, dass er dann ganz leicht aktiviert wird, dass Krass. Er dann leicht liegen bleibt. Das mache ich am Anfang, also lege erst die Naht komplett sauber, damit sie liegt und dann alles andere. Also rausziehen, umlegen. Mhm. Genau, das passiert jetzt alles am Anfang. Okay. Ich gucke dir zu. Spannend. Sonst müssen wir es nochmal machen. Wir gucken alle zu. Sieht man das hier, war jetzt wirklich mein Finger lange drauf? Da hat er jetzt ganz leicht angefangen zu kleben. Mhm, krass. Ja, mit jedem anderen Kleber, der jetzt sofort kleben würde, wäre natürlich... Genau. Ich will nicht sagen, dass es so möglich ist, aber das macht das Arbeiten unnötig schwer. Und ich achte jetzt drauf, wir haben ja jetzt hier unseren Strich. Mhm. Und ich weiß ja, dass diese schwarze Naht ist unsere graue Ziehnaht. Das ist die, die wir nachher wirklich gerade haben wollen. Das heißt, ein paar Millimeter daneben. Genau, ich werde die dann auf Strich. Auf Strich. Mhm. Ja, krass, dass das bisschen Wärme echt schon ausreicht. Ja, und jetzt, wie wir im letzten Mal warm machen. Wahrscheinlich jetzt auch wieder von innen nach außen. Genau, naja, also von Naht weg, weil die Naht ist immer das Wichtigste, die muss liegen, alles andere, was danach kommt, sieht man ja, das fällt ja schon fast von sich dahin, wo es hin muss. Dieser Kleber haut mich immer wieder weg. Kann man jetzt x-beliebig wieder warm machen, oder? Naja, also bis zu einem bestimmten Punkt. Also wenn er angedrückt ist, ist er angedrückt, dann ist es meistens vorbei. Man kann, wenn man den überhitzt, immer noch mal lösen. Dann sieht man jetzt hier so ganz leichte Fäden zieht. Wenn ich da jetzt eine Wärme drauf gebe, verschwinden diese Fäden. Mhm, krass. Und wird dann halt wieder ein bisschen weicher.
extrem cool finde ich, wie man jetzt diese konkave Fläche schon so sieht. Ne? Das Problem ist, man darf jetzt auch mit den Fingerspitzen nicht zu doll drücken, gerade wenn es warm ist, weil der Kleber ja im Schaumstoff drin ist. Mhm. Und es kann passieren, wenn ich jetzt zu punktuell drücke, dass mein Fingerabdruck, also die Fingerspitze im Schaumstoff drin bleibt. Genau. Das muss jetzt alles noch ein bisschen sauber verschnitten werden, also die Ränder sauber schneiden. Sorry, ich muss nebenbei die Up-to-Date-Stories auf Instagram machen, damit es auch da was zu gucken gibt. Jetzt bin ich wieder bei dir. Ja, wenn jetzt die Fläche liegt, sieht man ja jetzt, dass die Ränder hier alle noch relativ unsauber sind. Mhm. Diese kleinen Fältchen, die hier sind, die müssen alle noch ein bisschen sauber verschnitten werden, damit wir nachher unsere Befestigungspunkte, die wir für die Türverkleidung brauchen, alle wieder frei haben. Hier vorne in dem Bereich sitzt ja der Türgriff drauf. Das ist ja original auch so offen und nicht umgelegt. Ja, das würde ich sagen, das verschneiden wir jetzt und dann kleben wir das ganze gute Stück mal ein. Das sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr cool aus. So ein bisschen Alcantara mal ausmacht, ne? Mhm. Echt schön. Ja, ich nehme an, mit Messer oder wie machst du? Ja, Skalpell. Ganz normales Mehrweg-Skalpell. Extra spitz. Extra spitz, extra scharf. Sind das Einwegklingen, oder? Ja. So, die sind auch so scharf, dass man sich, dass man merkt nicht, wenn man sich schneidet. Man sieht's, wenn's blutet. Mhm. Thank you.
Wie wird sowas heutzutage in Großserien gefertigt? Sitzt da auch noch jemand, der das so macht? Oder gibt es da auch die Möglichkeit, das schon komplett maschinell zu machen? Maschinell. Wird alles unter Vakuum. Irgendwie gepresst, ne? Genau. Bei sowas ist es ja nur wichtig, dass die Naht jetzt nicht zerschnitten wird. Ah, okay, die muss so wegen dem Endstück. Genau. Weil dann, man hat immer das Problem, gerade auf einer Armauflage, man ist immer mit dem Arm dran. Mhm. Und wenn ich jetzt hier den Riegel aufmachen würde, zieht sich die Naht irgendwann auf. Mhm. Und dann hast du dann irgendwann einen langen Faden da rumspringen und das möchte ja kein Mensch. Ich hatte an der alten Limo eine Stelle, da war es nämlich auch so, dass die Naht aufging. Das hat man meistens, wenn die Türverkleidungen so bezogen werden, wenn sie nicht zerlegt werden. Wenn man gar nicht mehr die Möglichkeit hat. Also nee, doch zerlegt auf jeden Fall, aber ich glaube, ich war es nämlich wirklich genau in dem Moment selber. Deswegen komme ich da jetzt gerade drauf. Es war nämlich genau die Stelle. Und ich habe es im Zweifelsfall selber klein geschnitten, ja. bevor ich den Griff reingedrückt habe, und habe dabei die Naht aufgemacht. Wir schneiden das einfach nur bündig weg. Welche Griffe denn alles verdeckt? Ja. Das war's. Sehr schön. Viel Spektakel und nichts. Aber sieht geil aus. Ja. Schön faltenfrei. Ja, das bringt halt die Naht. Ja, man hat es ja vorher gesehen, dieses, was wir in der Schablone hätten. Oh, wir hätten es auch mit Falten aufkleben können. Früher war es modern, ja. Wäre bestimmt auch noch gegangen. Echt, hat man das mal mit Falten aufgeklebt? Es gab so alte Mercedes und so. Die hatten hier so eine Rafffalten drin. Ah ja, kenne ich. Genau. Da war das so gewollt. Mhm. Das ist aber eine ganz spezielle Technik, die so hinzukriegen. Ne? Wenn man es wahrscheinlich nachmachen will, sieht es irgendwie gekonnt und... Genau. Ja, okay, das heißt jetzt Türpappe. Müssen wir wahrscheinlich hier so die eine oder andere Ecke noch so ein bisschen bearbeiten. Fürchte ich. Ich befürchte, das müssen wir noch wegmachen wahrscheinlich. Nee. Echt bleibt? Ja, das muss bleiben. Okay, krass. So. Wir die natürlich jetzt versuchen, hier relativ sauber einzupassen, damit sie liegen bleibt. Und dann? Dann müssen wir uns das vorher fragen. Jetzt gucken wir uns das erstmal mal an. Die muss ja hier ringsrum sauber anliegen. Mhm. Das Problem ist, das jetzt festzuhalten und einzukleben ist fast unmöglich. Das heißt, man kann jetzt anfangen punktuell zu kleben. Also wir kleben das mit so einem 2K-Kunststoffkleber ein. Der braucht aber 5 bis 10 Minuten. Mhm. Und das jetzt 5 bis 10 Minuten für jede einzelne Schweißnaht festzuhalten, ist natürlich... Nein. Dafür sind wir alle dann doch ein bisschen zu ungeduldig. Das heißt, wir nehmen sowas. Mhm. Das ist einfach nur ein Gerät, was Draht erhitzt. Mhm. Und diesen Draht nehmen wir als Stütze. Vorm Verkleben auch. Genau. Also den Kleber kriegst du dann noch dazwischen. Genau, der ist jetzt nur für mich da. Ich schmelze jetzt den Draht zwischen, also ich verschmelze mit dem Draht die Türverkleidung an sich und die Armlehne über diesen alten Schweißpunkt und hefte mir das damit einmal vor, damit ich jetzt punktuell drücken kann, anpunkten und nachher wird es vollflächig einmal verklebt. Mhm. Soll ich irgendwie drücken? Ich hab's im Finger. Zack, durch die Türverkleidung durch. Mhm.
Die Drähte bleiben jetzt drin, bis zum Verkleben, werden nachher abgeschnitten, leicht verschliffen. Fertig, ne? Genau. Und das machen wir jetzt, das dauert jetzt einen Moment. Das müssen wir jetzt bei jedem einzelnen Punkt, den wir vorher aufgefräst und aufgekremelt und weggeschlagen haben. Ah, echt bei jedem einzigen? Und naja, ohne, beziehungsweise bei jedem zwei. Das kommt dann aber an, wie viel Spannung jetzt drauf ist, durch den Schaumstoff, der drauf ist. Mhm. Weil der alte, der war jetzt platt, der hat keinen Gegendruck mehr gehabt. Jetzt haben wir natürlich wieder einen neuen Schaumstoff, der einen gewissen Druck aufbauen möchte. Und den müssen wir jetzt erstmal überwinden. Im Zweifelsfall würde das sogar ohne Kleber dann schalten, ne? Ja. Also, ich würde mich jetzt nicht unbedingt drauflegen wollen, aber... Ja. Jetzt haben wir hier zwei Komponenten Kunststoffklebung. Mit dem füllen wir jetzt das, was wir aufgedremelt haben, einmal wieder auf. Die Pistole klingt auf jeden Fall leicht nostalgisch. Wie lange braucht ihr zum Aushalten? 10 Minuten. Ach, sehr entspannt. Okay, das heißt nochmal zusammenfassend, mit den Metallstiften haben wir das Ganze erstmal in seiner Position fixiert. Genau. Die Metallstifte machen es mir halt wirklich einfach, das Teil erstmal da wirklich zu fixieren, wo es hin muss. Mhm. Aber die Endfeste kommt jetzt wirklich durch den Kleber. Und jetzt schmierst du gleich am Ende auch noch hier überall so ein bisschen Kleber runter, oder meinst du, reicht so? Ja, eigentlich müsste es reichen. Aber ich werde hier oben werde ich auf jeden Fall eine Naht ziehen, genauso wie hier unten. Mhm. Also oben ist meistens nie problematisch. Problematisch ist auf der Armauflage immer der Bereich unten. Weil du da drauf drückst. Das ist schöner als Original danach hier. So, ist jetzt fest. Jetzt ist fest. So, das heißt, das Letzte, was wir jetzt noch machen können, ist, wir drücken diese hier so langsam rein. Das wird natürlich bei einer Nigelnagelneuen jetzt auch nicht so einfach gehen, wie bei gebrauchten. Ich muss einmal kurz überlegen, ob die davor oder dahinter kommen. Ich würde sagen dahinter, ne? Geht er noch? Die alte Farbe, die ich hier hatte, war ein Tucken gräulicher. Aber finde ich cool noch. Ich mag es auch. Hat ein bisschen was von dem Stoff, der auch, den wir quasi rausgenommen haben. Ne? Genau. Weil glänzt so leicht schimmernd. Er ist aber unter dem Neonröhrenlicht, sieht halt immer noch mal anders aus als am Tageslicht. Aber so in Kombination am Ende mit der Carbonleiste, da müssen wir auch noch die Löcher für reinmachen hier. Ja. Ist ja schon cool. Ja, einmal wieder do it yourself bei Nadelworks hier. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich darf. Jetzt haben wir eine Türpappe von vieren geschafft. Ja. Die anderen müssen noch gemacht werden. Ich würde sagen, im nächsten Video kommt Ronda nach Hannover und wir bauen den Innenraum zusammen. Genau. Das wird auch gar nicht so lange hin sein. Also ihr dürft gespannt sein, wie es weitergeht, würde ich sagen. Ne? Genau. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.